Kaboom. Well, there goes the second one as well. This is the crossroad of our lives. If the black hole is created... Then that's that. We'll just destroy the black hole. A black hole will not be created. Desko believes this. Yeah, so many things happened, but there won't be anything short of a happy ending to my dream. The humans will live. Lady Archangel, please give us your blessings. Looks like it stopped. Yes! It's a success! No black hole! Phew! Nothing happened! Jawohl! I'm so glad! Our prayers have reached the heavens! Ganz bestimmt. It wasn't your prayer. It was all our Lord's power. Auch das. It wasn't mine. It was all of ours. Ja. Either way, I'm happy for you, Fenfen. Your precious moon has been saved at last. At last. By the way, you said something about the moon being the symbol of your loyalty. What was that all about? Did you think I'd tell you the story if you asked me in the midst of our excitement? Ugh, you're so stubborn. Fine, I'll just go ask Fauzi. Hey, you damn lass, stop that! Hey, Fauzi! About the moon and Fenric? Oh, you want to know the story about when the two of us met. Fenric had been struck with a critical injury for werewolves. Oh, uh-huh. Sounds interesting. My lord, this story involves revealing the werewolf's weakness. That's not something you should share with angels. Okay, so it's fine if demons know it? The final boss wants to know too, please? No way! What's going on? Huh? It's an earthquake. Wait, what? An earthquake on the moon? Does that make it a moonquake? A moonquake! Could this be the effect of the ignition device? Yep, you are correct. The reactor core is now going out of control because the devices are all gone. Wenigstens gibt's kein weiteres. So then there is gonna be a black hole? Probably. If things continue to go well, then a black hole should definitely be created. Go well? This sucks! Really? It's a good thing for me. I guess we see things from different perspectives, huh? Huh? So what you gonna do, Valva Torres? You can't save Earth now. Didn't you make a promise? Or what did you call it? A manifesto? You might want to take it back before it's too late. I have no intention of taking my words back. I will always keep the promises I make. Ooh, you're so cool. But how are you gonna do that? The reactor core's gone kaput, you know? Then I'll just destroy the reactor core. So simple, yet so brave. You might actually be able to, Tyrant Valva Torres. This guy is very annoying. Oh, yeah. So you're daring me? Following through with my campaign promises is my motto. I will stop the reactor core. Also, let me take this opportunity to declare one more thing. Judge Nemo, I will take you to Hades with my own hands. I will re-educate you. Beat some sense into that twisted mind of yours. I'll keep that in mind. My lord, that attitude of his. He must be hiding something. I don't have the time to worry about every single scheme he comes up with. We'll just have to crush them as they come. Don't worry, Fenric. Your master will definitely keep his promise to save the moon. Yes, I always have faith in my master, Lord Valva Torres. Interessant, interessant. Ich kenne die Story ja nicht mehr. Ich habe ja nur bis Anfang Kapitel 9 gespielt. Das klingt so danach, als wenn Nemo wollen würde, dass wir den Reactor Core kaputt machen. Der Kern, der dafür zuständig ist, alles in die Luft zu sprengen.
Naja, schauen wir mal. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Im Zweifel spinne ich die Episoden wieder. Deswegen gucken wir mal, was wir mit der Mana machen. Und dann beenden wir die Aufnahme erstmal. 79 Mana für Vulcanus. Sie kann gar nichts mehr machen. Voltan. Spart für Gigastar. Spar mal. Estelis. Kann ein bisschen upgraden, würde ich sagen. Valve Torres hat keine Mana. Fenric hat keine Mana. Die sind ja auch nicht mehr da. Big Jaw, Desko, Vulcanus, Espoir. Macht nicht so viel Sinn. Zumindest nicht wirklich jetzt. Voltan macht keinen Sinn. Siegfried kann nicht. Estelis. Wir können. Ne, wir sind ja eher ein Knight oder ein Dark Knight, der eher auf physische Attacken gehen wird. Weil die einfach in mehr Infekt im Spiel effektiver sind. Deswegen gehen wir mal auf Blade Rush. Aber werden zugleich auch schon mal zwei Elemente boosten. Und zwar Wind und Eis. Weil Fire, dafür haben wir Voltan. Hier gehen wir auf Wind und Eis und versuchen die zu boosten. Ich weiß gar nicht, können wir eigentlich. Wir können Mega Wind und Mega Eis zum Beispiel ernähren. Das ist zum Beispiel schon mal ein großer Vorteil. Und ja, das ist doch schon mal schön. Abilities. Hatten wir da was, was ich mir holen wollte unbedingt? Ich weiß es gar nicht. Für Siegfried hatten wir ja was geholt. Ich weiß es gar nicht mehr. Passt schon. Okay. Einmal wieder voll heilen. Kein Claim Price, okay. Equipment. Ich glaube. Big Star könnte mal eine neue Waffe gebrauchen. Ich glaube, das war so das, was wir auch angegangen sind die letzten Male. Wir können mal gucken, was wir so sammeln können. Die Samurai Rope und das Riot Shield zum Beispiel, die sind, glaube ich. Boah, wir heben sie mal erstmal auf. So, haben wir eine schöne Waffe für ihn. Undead Embrace ist nicht besser. Schade. Was haben wir sonst noch so? Saint Hatchet. Schlechter als die Lightning Axe. Haben wir ein gutes Schwert vielleicht? Crystal Blade. Auch schlechter als Dragon Slayer. Habe ich so gute Waffen mir schon geholt für die? Satan. Ja, sonst würde ich sagen, haben wir eh nichts mehr. Gucken wir mal kurz die Equipments an. Wir können auch gleich mal in den Campaign Age gucken, ob wir nicht mal upgraden. Wir sind ja im Customer Rank 8 mittlerweile. Gut, was haben wir denn hier? Oh, hier, da können wir zum Beispiel locker austauschen gegen ein Riot Shield. Oder sogar gegen Samurai Rope, die uns ein Movement geben. Das wäre natürlich sehr cool. Noch mehr Movement für Volta. Das machen wir mal. Haben wir mehr Movement? Er hat schon Riot Shield. Wir können ihm das natürlich auch geben. Dann machen wir das so. Obwohl, ne, der hat so gute Death-Werte dann, die weggehen. Wenn ich ihm die Samurai Rope. Obwohl, so viel ist das gar nicht, ne? So gegen einen Dandy Gorn nehmen wir mal. Oder nehmen wir mal das Riot Shield weg. Das ist zum Beispiel in Ordnung, würde ich sagen. Und dann kriegt das Riot Shield. Kriegt sie dann. Das ist nochmal richtig schön Death. Jetzt haben wir noch Powerful Jackets über. Und ich glaube, die kann keiner mehr gebrauchen mittlerweile. Sie kann es nicht gebrauchen. Sie könnte es, denke ich, gebrauchen. Zack. Okay, dann können wir das verkaufen. Und können vielleicht noch was Neues kaufen. Schauen wir mal. Brigadine. Riot Shield mit 106 Resistance. Oh. Das war eine Flasche. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr heftig. Ein bisschen Speed weniger. Weil so ein Riot, richtig gutes Riot Shield ist natürlich. Zum Beispiel für sie wäre das natürlich sehr geil. Statt einem Astral Orb zum Beispiel. Verliert nicht so viel Resistance und kriegt aber nochmal. Hat dann fast schon 1000 Death. Was echt nicht verkehrt ist, 1000 Death zu haben aktuell. Wenn wir so vergleichen, eine Vulcanus mit 1000 Death, was die an Damage kriegt, ne? Da ist das dann schon für STDs sehr, sehr geil, wenn sie das hätte. Im Gegensatz zu Resistance, weil die nicht ganz so wichtig ist. Ich
glaube, das gehen wir immer einfach. Dann hat sie zwei Riot Shields und gut ist so für Mana, mochte sie eben im Moment nicht. Und das Astro-Roll, die Astro-Roll pimmen wir auf. Zack, fertig ist. Aus die Maus. Dann gehen wir hier noch hin. Cool, wird auf die Zeit. Ja, das sieht gut aus. Das werde ich gleich mal splitten dann in zwei Teile. Dann habe ich auch nicht so einen Aufnahmestress. Call the Senate mit dem meisten Mana. Und zwar machen wir es erstmal mit. Ne, machen wir mit Desko. Desko braucht nicht so viel Mana. Ehrlich gesagt. Und sagen more expensive stuff. 73%. Ja, das geht wohl durch, denke ich. Fast alles blau. Schön. Approved. Und dann, bevor wir es vergessen, für die nächste Episode oder für das nächste Level, das machen wir diesmal mit Big Show einfach, weil wir es können, ist wieder zu sagen, Open a Political Fundraising Party, um gleich auf Level 3 zu sein bei der Bonus Gauge. Kriegen wir da auch irgendwie 59%, ja, das ist schön. 59 ist ein guter Wert. Doch. Okay. Sehr schön. Approved. Sweet. Gut. Das, was wir wollten, haben wir gemacht. Wir sind ein Level weitergekommen. Ich weiß, das geht jetzt hier sich ein bisschen. Es ist ja aber nicht mehr so lange, das kann ich euch schon mal sagen, das weiß ich. Und ich habe auch noch nach Disgaea schon ein Spiel, was so ähnlich ist wie Disgaea, das werde ich aber ganz normal spielen. Das heißt, wird auch angenehmer sein einfach. Nicht so viel Stress, nicht so viel nachdenken, nicht so viel überlegen. Es ist ein Spiel auch, was ein bisschen schneller ist von der Handhabe her. Aber sehen wir dann. Das war es erstmal mit dieser Episode. Ich hoffe, der Hall ist nicht zu schlimm. Ich werde es jetzt gleich beim Bearbeiten erst sehen. Und ich würde uns sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Disgaea 4 Next Core Challenge. Ciao.